Ja, mein Name ist Franka Brüchert, aus der Abteilung Waldnutzung und ich möchte eben gerne auf die, sagen wir, letzten Ergebnisse zu sprechen kommen, die wir aus verschiedenen Projekten zu Nutzung und Verwendungsmöglichkeiten von schwachem Laubholz erarbeiten konnten und das in den Gesamtzusammenhang stellen. Eben von einer Reihe von Projekten aus den vergangenen Jahren. Also der Hintergrund all unserer Untersuchungen der letzten Jahre ist natürlich das, was uns alle umtreibt. Zum einen der Klimawandel und die Anpassung unserer Wälder an diese veränderten klimatischen Verhältnisse, zur Stabilisierung. Das heißt, in den vergangenen Jahrzehnten haben wir mit Waldumbau zu tun gehabt, dem Einbringen und der Förderung von Laubholz, was insgesamt durch die Bundeswaldinventuren in der Vergangenheit mit Anstieg von stehenden Laubholzressource nachvollziehbar gemacht wurde. Es ist eben zu sehen, die Fichte als unsere Brotbaumart wird eben zurückgehen. Das Laubholz springt ein. Und die Prognosen, die Vorhersagen über Wehrhahn haben eben gezeigt, dass wir offensichtlich in der Buche schon bereits einen Flächen- und einen Vorratsanstieg hatten, bei Eiche etwas weniger. Und wir sind natürlich alle gespannt, wie das jetzt in den neuen Ergebnissen bei der Auswertung der letzten Bundeswaldinventur rauskommt. Um nochmal auf diese leider alten Zahlen nochmal zu sprechen zu kommen. Wir haben also schon in den vorhergehenden Jahrzehnten in einer 10-Jahres-Periode einen Anstieg von etwa 10% der Waldfläche in Baden-Württemberg gehabt, bezogen auf die jeweiligen Flächenanteile unserer Hauptlaubholzarten Eiche und Buche sind wir da etwa bei 4 bis 5% gewesen. Das andere Laubholz hat von einem sehr niedrigeren Niveau gestartet, aber in dieser Periode zu Anfang der 2000er Jahre eben doch 23% an Fläche zugelegt und ähnlich sieht das auch in den Holzvorräten aus. Auch anderes Laubholz, über 20% Zuwachs bei Eiche und Buche sind wir da bei 10 bzw. 8%. Das ist sozusagen das Stehende, was im Wald vorhanden ist. Gespannt darauf, was eben in den neuen Untersuchungen der BWI rauskommen wird, die wir alle erwarten. Nochmal zurückzugehen auf sozusagen diese alten Daten, auch schon in der Vorperiode, konnten wir erkennen, dass die Vorratsverteilung ein wenig links schief ist, sprich, dass wir in den schwächeren BHD-Klassen höhere Vorräte haben, insbesondere für die Buche und für das andere Laubholz. Das heißt, wenn wir also in die Durchforstung, in die Nutzung gehen, dann kommen doch immer wieder auch eher die schwächeren Durchmesser auf den Markt. Dazu hier eben jetzt für die Einsortierung, ich sage es jetzt mal, unseres Problems oder unserer Fragestellungen, die Einschlagszahlen in den letzten 2 Dekaden von Anfang der 2000er Jahre bis eben nach 2022. Und was wir dort jetzt in der braunen Färbung erkennen können, dass unsere Stammholznutzung über die letzten 20 Jahre schon etwas fluktuierte, aber ich würde jetzt mal sagen, ganz grob über 20 Jahre so auf etwa 1 Million Festmeter über den Gesamtwald Baden-Württembergs betragen hat. Es geht ein bisschen rauf und runter und ähnlich eben auch mehr oder weniger, ich sage es in gewisser Streuung konstant, auch der Einschlag bzw. die Vermarktung von Industrieholz.
Wo wir allerdings größere Fluktuationen, sprich erstmal einen gewaltigen Anstieg erkennen können, ist in der Nutzung von Energieholzsortimenten. Seit Anfang der 2000er Jahre bis zu einem Gipfel etwa Mitte des letzten Jahrzehnts, dann wieder einen Abfall und in den letzten 3 Jahren, 4 Jahren, 3 Jahren wieder Anstieg. Hier beim Energieholz sehen wir eben ganz, ganz deutlich zum einen eben gesellschaftliche Entwicklungen, quasi die Sorge um die Endlichkeit unserer fossilen Energieträger, Öl und Gas. Wir sehen natürlich auch eng gekoppelt an den Ölpreis, den ich jetzt dann nicht mit einblende, aber mehr oder weniger parallel zwischen 2008, 2010 mit der mit der Weltwirtschaftskrise einen Anstieg der Ölpreise. Da ging es massiv hoch mit der Energieholznutzung, sank dann wieder etwas ab, bis wir in den letzten 3 Jahren eben mit dem Gasproblem aus Russland eben wieder zu höheren Einschlagszahlen oder Aushaltungs von Energieholzsorten kamen. Wenn wir jetzt in die Diskussion Klima, CO2, eben den Aspekt stofflich versus energetisch mit einbringen, dann heißt es ja, wir sollen die fossilen Energieträger durch eben biogene, durch Holz mit ersetzen. Aber wir haben gerade auch sehr namhafte Vertreter der Klimafolgenforschung, wie zum Beispiel Professor Schellenhuber, den ehemaligen Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, der ein ausgewiesener Spezialist für Klimasanierungspotenzial regenerativer Architektur ist. Ich musste das vorlesen, weil ich es tatsächlich ein bisschen kompliziert fand in der Darstellung. Aber Herr Schellenhuber sagt, wir können unser Klimaproblem mit einer stofflichen, langfristigen CO2-Festlegung in Holzproduktespeicher tatsächlich dem etwas entgegensetzen. Und ich möchte Sie gerne mitnehmen, dass Sie mich bei den Untersuchungen, die eben in die Richtung gehen, aus unserer Abteilung jetzt begleiten. Wie sieht das bei uns aus? Sortimentsbildung, gerade was die schwachen Sorten angeht. Verzeihen Sie mir das sehr vereinfachte Bild eines Stammes, der jetzt eher einem Nadelholzstamm als einem Laubholzstamm ähnelt. Aber grundsätzlich haben wir aktuell eine Sortimentsbildung Stammholz, Industrieholz, Brennholz, wenn es um Stämme größerer Dimension in der Altnutzung oder in der Endnutzung geht. Was folgt daraus? Die Zöpfe rutschen je nach Marktlage und politischen Großwetterlagen, sage ich jetzt mal etwas rauf und etwas runter. Und es ist mitnichten so, dass unsere Brennholzsorten und die Energieholzsorten nur immer das kleine, auf der rechten Seite zu sehende, krumme, schwache Holz ist. Ins Industrieholz wandert quasi auch immer wieder mal, auch wenn das hier jetzt aus einem, ich sag mal, wissenschaftlich zusammengestellten Industrieholzpolter für die Vermessung stammt, wandern doch immer wieder auch Sorten, also Stämme in einer Dimension, die man eher im Stammholz auch vermuten könnte. Wenn wir dann zu einer Nutzung von Jungbestand oder Jungbestandspflege schwache Dimensionen kommen, ist schon von vornherein her eher klar, okay, wir sind im Industrieholz plus Brennholz oder nur Brennholz, wie hier in diesem durchgewachsenen Eichenbestand. Ich möchte aber vielleicht doch auch dafür werben, zumindest zum Ende dieser Präsentation, sich ab und zu auch nochmal die Frage zu stellen, ob wir nicht doch auch in diesem Holz Stammholz aushalten könnten für bestimmte Verwendungen und Industrieholz und Brennholz eben an das anhängende ja, Koppelprodukt dann weiter aushalten.
Wie werden unsere schwachen Sortimente derzeit verwendet? Augenblicklich haben wir eben stärkere Säge-Rundholz, was in ganz traditionelle Produkte geht, im Laubholz, Möbel, Innenausbau und die, ich sag's mal, schlechteren Qualitäten, Parketts, Palette. Wobei man eben sagen muss, der Parkettmarkt ist im vergangenen Jahr doch massiv zusammengebrochen. Von daher ist das augenblicklich gerade für, ich sage es, schlechtere Qualitäten nicht unbedingt die Option mehr. Wir haben weiterhin die stoffliche Verwendung eben Industrieholz in Produkte, wo wir den Holzverbund, die natürliche Struktur des Holzes aufbrechen. Konventionell Papier, Zellstoff, das geht in die Platte. Und wir haben eben anhängend dann die energetische Verwendung, Verbrennung für Wärme- und Stromproduktion. Wenn wir uns jetzt, sag mal, aus so einer Schwachholznutzung mal die Differenzierung ansehen, was da denn tatsächlich an so vermarktbaren Längen auch an der Waldstraße landen kann, dann sehen wir doch auch eine gewisse Durchmesserdiversifizierung, die sich auch für innovative Produkte gerade in der Festlegung für sägefähiges Holz herleiten lassen, wie zum Beispiel Rohlamellen für die Brettschichtholzproduktion oder Brettsperrholz. Wir haben ein Produkt, das nennt sich Baubuche, was so eine Mischung ist aus nicht mehr ganz quasi der ursprüngliche Holzverbund, aber auch nicht aufgeschlossen in die Fasern. Und wir haben aber großes Innovationspotenzial gerade repräsentiert durch die Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten des Technikum Laubholzes, wo es in Ausschlussverfahren um eine ganze Reihe neuer Produkte geht, die unseren Alltag augenblicklich eher gespeist werden, auch aus erdölbasierten Produkten. Also es geht um Fasern, die auch zu langlebigen Carbonfasern und entsprechenden Produkten weiter verwendet werden können. Wir haben den Aufschluss und dann die Produktion von Basischemikalien, Aromastoffen, Ligninen, eben ganz, ganz unterschiedlich Produkte, die wir für eine sozusagen Entfossilisierung unseres Alltagslebens eben doch mitdenken sollten. Wenn ich jetzt allerdings wieder auf Herrn Schellenhuber zu sprechen komme, der sieht tatsächlich aber die größten Potenziale in einer langfristigen und zwar auch Jahrzehnte dauernden CO2-Speicherung in Holzprodukten, die in den konstruktiven Bereich gehen. Und hier haben wir eben, oder möchte ich Ihnen gerne eben zwei Produktlinien vorstellen. Das eine sind eben diese Massivholzwerkstoffe wie Brettschichtholz aus Laubholz. Rechts zu sehen, also schwache Stämme oder vom stärkeren Ende des schwachen Sortiments also sägefähig und dann aber auch in unterschiedlichen Qualitäten verklebbar zu massiven Tragelementen, die in der Konstruktion eingesetzt werden können. Und dann möchte ich Ihnen vorstellen, ein Konzept ganz alternativ Konstruktionsprinzipien, in dem mehr oder weniger ganz traditionelle Bauweisen auch mit aufgegriffen werden aus dem Fachwerksbau, also Jahrhunderte alt, aber in Großbritannien beispielsweise überdauert haben als Konzept des Green Oak Buildings, wo tatsächlich nicht vorgetrocknetes Rundholz in natürlicher Form verwendet wird für Gebäudetypen. Das ist jetzt sind keine Wohnhäuser, aber eben doch Gebäude, in die auch ein erkleckliches Sümmchen an Holz geht, Schnittholz, um dort eben Industriehallen oder Unterstände oder Scheunen, wie auf den Fotos zu sehen ist, darzustellen. Was
der Verwendung in der Konstruktion auf jeden Fall, aber auf jeden Fall zugrunde liegt, ist die Beurteilung des Holzes aufgrund von diesen drei Charakteristika, Materialcharakteristika der Holzdichte, der Elastizität oder Steifigkeit und der Festigkeit. Und diese drei Materialkenngrößen werden letztendlich aber schon während des Baumwachstums im Wald, sprich in unserer biologischen Produktion festgelegt. Und wir haben in den vergangenen Jahren für diese beiden Produktströme, sage ich mal, in verschiedenen Projekten verschiedenste Holzarten, Laubholzarten untersucht. Und die Ergebnisse möchte ich Ihnen jetzt gerne für Buche, Eiche, Esche, Edelkastanie und Tulpenbaum sozusagen als Alternative eventuell jetzt vorstellen. Kommen wir zu den Lamellen, zu Schnittholz geringerer Dimension, was dann wieder zu größer dimensionierten Trägern zusammengeleimt wird. Wenn wir uns jetzt die Materialkenngrößen unserer untersuchten Holzarten ansehen, dann können wir einerseits erkennen, dass eben für die Buche hier wir höchste Rohdichten erreicht haben in dem untersuchten Material und das dann so sukzessive über die Eiche, die Esche, die Edelkastanie und den Tulpenbaum abfällt. Dass wir also quasi, was die Holzarten angeht, doch eine Diversifizierung und eine Differenzierung haben, dass wir aber, und darauf möchte ich besonders hinweisen, eben auch innerhalb der jeweiligen Art doch ein vergleichsweise breites Spektrum haben, was eben von der Größenordnung aller drei betrachteter mechanischer Grundkenngrößen für den konstruktiven Bereich sich in allen drei dieser Kenngrößen darstellt. Wenn wir jetzt zu dem tatsächlich für die Festigkeit oder für den Einsatz in der Konstruktion wichtigsten der Festigkeit konzentrieren, dann sehen wir, dass diese Differenzierung hier in der Rohdichte sich bei der Festigkeit gar nicht mehr so manifestiert, sondern dass wir jeweils doch sehr, sehr starke Variationen zwischen Minima und Maxima haben und wir uns eben überlegen sollten, ob wir das irgendwie doch anzapfen können, dieses Potenzial. Ergänzend möchte ich sagen, um vielleicht eine Einschränkung vorwegzunehmen, ja, sind denn die Untersuchungen mit den relativ kleinen Stückzahlen repräsentativ? Ich habe jetzt gerade eben eingetragen, die war quasi die Bandbreite an Mittelwerten aus vier Untersuchungen von Kollegen in München. Und Sie sehen, dass das Material, was wir bei der Buche beispielsweise untersucht haben, also durchaus dem Material aus anderen Untersuchungen deutschlandweit entspricht und wir damit quasi auch ein größeres Datenpotenzial haben, wo wir uns einhängen können. Ja. Jetzt bleibt immer noch das Thema, warum Edelkastanie und Tulpenbaum? Wie sieht das aus? Wenn wir uns die Forschung ansehen und einen Schritt weitergehen in die baurechtlichen Zulassungen bestimmter Holzarten für den konstruktiven Bereich, dann sind diese fünf Holzarten, also auch die Edelkastanie, bereits seit Mitte des letzten Jahrzehnts zumindest baurechtlich zugelassen. Das heißt, wenn die Rohlamellen aus einem entsprechenden Stichprobe bzw. Reservoir mit bestimmten Eigenschaftskriterien ausgewählt werden
können hieraus eben diese Schichtholzträger produziert werden und können in die Produktion gehen und können auch in der Konstruktion verwendet werden, sprich verbaut werden. Ähnlich sieht das aus für den Tulpenbaum. Dort finden wir solche Untersuchungen auch in den USA. Das heißt, es gibt verschiedene Anwendungsbereiche, für die also diese Träger dann tatsächlich auch eingesetzt werden dürfen. Wenn wir uns jetzt mal diese Variation in der Buche ansehen, die wir in einem Projekt etwas eingehender betrachtet haben, und zwar haben wir Material aus allen Wuchsbezirken, Gebieten Baden-Württembergs geworben und haben also aus 8 unterschiedlichen Beständen Material zusammengestellt und hier noch aus einem weiteren Versuch, dann sehen wir mit Ausnahme dieser beiden Beständen in der Nähe von Tübingen und in der Nähe von Rastatt, dass das Material doch relativ, ich sage mal, homogen ist in seiner Variationsbreite. Das heißt, wir haben es bei der Buche also mit einem Material zu tun, wo wir vielleicht versuchen sollten, die oberen, besseren, festeren das Material, Ressource abzugreifen. Nur stellt sich die Frage, wie finden wir diese Bäume jetzt an der Waldstraße? Ich kann in der Beziehung nur darauf hinweisen, es gibt nicht zerstörende Messverfahren, die in anderen Ländern auch an der Waldstraße für eine Vorsortierung von Rohholz eingesetzt werden und die lassen sich auch auf die Buche anwenden beispielsweise. Was wir hier sehen, sind die Ergebnisse eines Schwingungsversuchs, also eines Frequenzmessverfahrens, wo wir feststellen können, dass wir eine positive Beziehung haben zwischen den Kenngrößen, die wir am Stamm messen, mit den Beziehungen und was wir am Schnittholz messen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, mit Stämme zu isolieren oder zu separieren, die höhere Festigkeiten vorhersagen oder vermuten lassen. Damit möchte ich jetzt erstmal das Potenzial eben von sägefähigen, schwächeren Stammsortimenten verlassen und möchte zu den Konzeptionen des Green Oak Buildings kommen. Hierzu haben wir tatsächlich nur einen Versuch, eben jetzt mit der Eiche, als Projekt durchgeführt, als Verbundprojekt mit der Forschungsanstalt in Trippstadt und 2 Hochschulen, einmal in Mainz und in Trier, wo wir mit Holzbauingenieuren zusammengearbeitet haben, die quasi den Weg bis in die Konstruktionsplanung mit uns gegangen sind. Das Projekt Eichensysteme, Erstellung eines Bauwerks mit neuartigem Tragsystem aus Eichenschwachholz, war finanziert über die FNR durch den Waldklimafonds und damit sind eben Bundesmittel aus dem Ministerium für Landwirtschaft und dem Umweltministerium in das Projekt eingeflossen. Was hat man sich jetzt also mit dieser Tragwerksplanung vorzustellen? Das heißt, wir haben das Holz begleitet, charakterisiert, quasi sobald es aus dem Wald gekommen ist, an der Waldstraße lag und haben es über 2 Stränge begleitet, einmal als tatsächliches Baumaterial, was dann in die Konstruktionsplanung, statische Planung bis zur Fertigstellung eben dieser Halle, dieses Unterstands am Antonihof in der Nähe von Trippstadt geendet hat. Und wir haben aber mit einer ganzen Reihe von Messverfahren und ich habe jetzt unter nicht zerstörenden Verfahren auch die Aufnahme nach der RVR mit eingeschlossen. Das heißt, wir haben das Holz nach
auf Herz und Nieren mehr oder weniger geprüft, von außen und von innen. Und es wurde zum Schluss eben zerstörend geprüft. Das heißt, wir haben einen Datensatz, der ähnlich ist, wie man üblicherweise umgeht mit der Klassifizierung für eine Festigkeitssortierung bei Schnittholz. Diese Festigkeitsprüfung fand in Mainz statt. Und jetzt ganz kurz zu den Ergebnissen. Die allgemeine Charakterisierung, wir haben 140 Stämme in die Charakterisierung genommen, sprich auch gebrochen. Ganz allgemein sah das aus, wirklich keine großen Überraschungen, überwiegend C- und D-Holz nach der RVR. Unsere mechanischen Kenngrößen zeigten auch keine Abweichungen zu dem, was wir üblicherweise für unser Laubholz eben jetzt auch schon aus der Schnittholzsortierung kennen. Obwohl das jetzt Holz war, was nicht auf konfektioniert war und auch getrocknet wurde, haben wir Festigkeiten erreicht, die trotzdem bereits einen Einsatz im konstruktiven Bereich erlaubt haben. Und wir sehen auch, wie schon vorne in den anderen Projekten, eben doch eine relativ große Variation auch der Festigkeit der geprüften Stämme. Wenn wir jetzt sagen, wir haben ja nach RVR sortiert, müssen wir leider Wasser in den Wein schütten, gießen und sagen, nein, die Beurteilung nach RVR gibt uns keinen Hinweis darauf, wie wir jetzt quasi hochfesteres Stammholz, Rohholz identifizieren können. Die gesamte Prüfung unseres Materials hat eben in der Zusammenstellung der notwendigen Kennwerten für eine Klassifizierung nach der Festigkeit ergeben, dass wir sowohl was die Rohdichte angeht, was die mittlere Festigkeit angeht und auch den MOE, also die Steifigkeit angeht, durchaus Festigkeitsklassen erreichen können, indem das Holz eben direkt eingebaut werden kann. Damit möchte ich jetzt zusammenfassen und kurz den Ausblick geben. Also ich hoffe, dass aus meinen Ausführungen sichtbar wurde, dass Laubholz auch in schwächeren Dimensionen das Potenzial hat zur Verwendung im konstruktiven Bereich, dass wir gerade mit Blick auf eben die holzbasierte Bioökonomie und auch Konstruktionsprinzipien wir immer die Augen offen haben müssen, zu sehen, was ist am Horizont sichtbar und welche Auswirkungen wird das dann auf das Rohholz haben und welche Ansprüche an die Rohholzbereitstellung werden wir aus dem Wald erfahren müssen. Vor allen Dingen müssen wir, ich denke, auch schon im Vorfeld uns Gedanken darüber machen, welche Auswirkungen diese neuen anderen Ansprüche an Aushaltung, an Sortenbildung, aber auch an die Sortierung haben werden und ob wir da in allen Fällen schon so gerüstet sind. Was wir zeigen konnten, auch im Quervergleich mit eben Kollegen, die auch an dem Thema dran sind, ist, dass innovative Technologien, also nicht zerstörende Messverfahren, aber auch Röntgentechnologie für eine Beurteilung der inneren Strukturen, ein nicht unerhebliches Optimierungspotenzial geben, nicht, und zwar nicht nur, wenn es darum geht, dann in der Weiterverarbeitung zu optimieren, sondern eben auch bereits bei der Vorsortierung und bei der Entscheidung, in welche Wertschöpfungsketten wir unser Holz geben. Was wir uns klar machen sollten, ist, dass viele der Selbstverständlichkeiten zur Beurteilung von Rohholz, wie wir das aus dem Nadelholzbereich kennen, für
dass Laubhölz noch nicht vorhanden sind, die Kenntnisse noch nicht vorhanden sind und wir daran tatsächlich noch alles auf eine breitere Datenbasis stellen müssen, um zukunftsfähig auch eventuell eben schon jetzt über alternative Baumarten nachzudenken und zu fragen, wo finden diese Alternativen ihren Platz jetzt in dem großen Portfolio, was wir in der Holznutzung dann vorfinden werden, mittelfristig bis langfristig. Und damit möchte ich mich auch bei meinen Kollegen und Kolleginnen bedanken, hier die drei Ex-Kollegen, Kolleginnen haben sich eben ganz konkret mit den Projekten befasst, aus denen ich vorgetragen habe. Aber es war unglaublich viel Arbeit, auch für den technischen Stab und viele, viele Hiwis. Vielen Dank. Ja, Franka, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Hier laufen die klatschenden Hände oder die positiven Daumen schon die Laufleiste hoch. Auch ich fand es super spannend. Möchte auch alle wieder einladen, im Chat doch noch die ein oder andere Frage zu stellen. Der Vortrag war wohl zu spannend, um parallel zu tippen. Insofern steige auch hier ich vielleicht mal mit einer Frage ein. Da sind ja jetzt schon auch nette Demo-Projekte entstanden, die du da gezeigt hast. Hat es da Echo aus der Praxis gegeben oder steht es noch sehr, sehr weit, sage ich mal, vor der Marktreife? Das würde mich einfach mal interessieren, weil wir haben ja schon viele Innovationen gehabt. Manche sind schneller in den Markt, also mittlerweile können wir Buche anziehen. Das klappt jetzt mittlerweile. Wann haben wir Green Oak im Freiburger Innenstadtbereich? Da muss man jetzt tatsächlich sagen, das ist jetzt ein Projekt, was vom Koordinator quasi auch eng begleitet wurde mit Öffentlichkeitsarbeit. Dazu, zu dem ganzen Projekt gibt es tatsächlich auf YouTube einen Film, wo man sich das alles zusammengefasst auch nochmal ansehen kann. Und wir sind jetzt aus der Arbeitsgruppe eben und aus der Abteilung auch das erste Mal so einen kleinen Schritt gegangen, dass wir gesagt haben, oh, wir haben tatsächlich was bis zur Produktreife vorzustellen und haben das über den Newsletter, den Abschluss dieses Projektes berichtet und haben tatsächlich auch gleich, sobald er draußen war, den nächsten Tag war die erste Anfrage dazu da, aus der Praxis. Jetzt muss man natürlich sagen, für richtig das in die Breite praktische Anwendung zu bringen, ist eine Stichprobe von 140 Stämmen noch wirklich klein. Ne? Wenn man bedenkt, wie viele Hunderttausend von Fichtenbrettern in eine maschinelle Sortierung gegangen sind, ist das natürlich noch kein Vergleich. Aber wir hoffen, aus diesen positiven Ergebnissen, die wir gerade mit dem Projekt haben, dass wir doch mal in einen Großzahlprojektversuch gehen können und damit eben die Datenbasis liefern können. Und gerade solche Gebäude, wie jetzt da am Antonihof entstanden sind, das ist vermutlich relativ einfach zu bewerkstelligen, dadurch, dass es quasi die gesamte Konstruktionsplanung und auch der Umgang mit den Daten, die notwendig sind, im Projekt tatsächlich entwickelt wurden. Ein Kollege hat es schon noch ein bisschen theoretischer und weitergefasst die Frage. Ich wollte jetzt mal mit einem Beispiel einsteigen. Was ist da schon publiziert an diesen Sachen? Ein bisschen Ausblick hast du schon gegeben. Gibt es jetzt schon wissenschaftliche Papers oder was habt ihr so über Projektberichte hinaus schon publiziert oder was steht in der nächsten Zeit an? Denn das ist ja doch ein Thema, wo viele auch mal gerne nachlesen. Wir sind leider mit den Publikationen noch nicht in den Peer Review gegangen.
Wir haben es tatsächlich das Konzept auf mehreren wissenschaftlichen Tagungen dargestellt mit ausführlichen Papers, aber nicht Peer Review. Und wir sind aber dabei und haben das erste Paper methodisch eingereicht. Also soweit sind wir schon in der Publikation, aber wir haben jetzt noch kein Paper geschrieben, was quasi Holzzentralblatt. Doch, da war das Projekt tatsächlich angekündigt. Da gibt es den Teil der Bauingenieure, der ist schon publiziert. Okay, also da kommt noch was und hier kommt jetzt auch schon die erste, ich glaube, zwei Fragen aus dem Publikum. Eine richtet sich darauf vom Charalambos. Wo sind die Unterschiede zwischen Herkünften in der Festigkeit zurückzuführen? Gab es da irgendwelche Hinweise, wo es herkommt oder nur die Feststellung, dass dem so ist? Jetzt bei den Lamellen oder bei dem Runden an der Eiche. Wenn wir jetzt Rotbuche. sagen, die Festigkeit selber ist quasi die Basis der Holzdichte, wie viel Material haben wir und der Elastizität und dann in die homogene Holzstruktur eingelassen, eben diese Heterogenitäten, was vor allen Dingen Faserabweichungen sind, um die Äste herum. Also das kommt klar raus, auch bei den Untersuchungen der Kollegen von der Holzforschung München, dass wir da tatsächlich darauf achten müssen oder dass die Astigkeit da einen großen Einfluss hat. Da passt die Frage von Matthias Wurster, der sich zunächst für den guten Vortrag bedankt, perfekt dazu. Er fragt: Du sprichst von Optimierungspotenzial durch innovative Technologien, aber gleichzeitig auch von der Notwendigkeit, Sortierungsabläufe im Wald anzupassen bzw. zu erarbeiten. Wie kann eine solche verwendungsorientierte, praxisnahe Waldsortierung aussehen? Konnte darüber schon nachgedacht werden oder ist es auch das eine Zukunftsaufgabe? Nein, sondern so, wir sind da im allerletzten Schritt für dieses Buchenprojekt, wo wir eben aus allen Wuchsgebieten gesampelt haben, hatten wir uns tatsächlich das vorgenommen, dass wir extrahieren möchten, ob es Kriterien an der Waldstraße gibt, die quasi eine visuelle Sortierung oder schon eine visuelle Separierung von dem Material hergeben könnten, was eben für die Produktion von diesen Rohlamellen, für die Brettschichtholzproduktion ist. Wir haben das Modell gerechnet. Das ist aber letztendlich von den Einflussfaktoren ist es tatsächlich so, es ist die Dimension, es ist auch ein bisschen die Formigkeit, und mehr können wir augenblicklich nicht sagen, weil auch da wiederum, da sind insgesamt um die 100 Einzelstämme reingegangen. Da ist dann die statistische Variation eben sehr, sehr groß, dass wir das nicht so statistisch jetzt belasten können, wie ich sage jetzt mal, eine Rindenabzugsempfehlung. Dazu ist die Datenbasis noch ein wenig zu gering. Aber die Überlegungen sind da. Man könnte natürlich aber auch denken, ich habe ja die Schwingungsmessung erwähnt,
Ja, man kann sich natürlich auch auf die Langfrist überlegen, ob wir nicht doch wieder alles schwächeres Holz zentral irgendwo zusammenfahren. Die Bayern denken gerade auch schon über sowas wie Timberports nach, eben wo es dann auch um die Bahnverladung geht. Da wird Material zusammengebracht und da könnte man natürlich auch Installationen wie Geräte aufstellen und sagen, okay, man macht da eine systematische nicht zerstörende Prüfung und gibt dann eben Klassifizierungen, Grenzwerte und sagt, okay, damit das eine geht in die Richtung und mit bestimmten, innerhalb einer bestimmten Gruppe dynamischer E-Modul geht es in eine andere Gruppe. Aber das ist tatsächlich Zukunftsmusik, ne? Also das würde ich jetzt nicht so sehen, dass das jetzt quasi innerhalb kurz- bis mittelfristig wieder bei uns aktiviert wird. Ja, sicher, das wäre die Wiedereinführung des guten alten Holzhofs, nicht? Also das So hätten wir es in die etwa, Richtung, ja. aber mit neuen Technologien kommen vielleicht auch in abgewandelter Form dann auch alte Ideen wieder zu neuem Glanz. Eine Frage als Ökonom, dieses Holz sah teilweise für dieses Mittelstarke von den paar wenigen Bildern relativ gut aus. Es ist ja aber klassisch der ausscheidende Bestand, der in den Dimensionen kommt. War das ein Querschnitt oder wie würdest du das einstufen vom Holz her? Wir haben tatsächlich so angefragt im Betrieb draußen, dass wir Durchforstungsholz hatten. Das repräsentiert unserer Meinung nach, soweit man eben, sagen wir so, wir wissen, wie heterogen und wie variabel Holz aussehen kann, gehen wir schon davon aus, zumindest bei der Buche, dass das repräsentativ war. Bei den anderen, wie gesagt, sind es Einzelversuche gewesen, die eher einen orientierenden Charakter haben, wo wir dann aber auch uns vorher versichert haben in der Waldwachstumskunde, dass es Material aus Versuchsbeständen, dass wir da auch nicht völlig daneben liegen. Ja, okay, ich sehe keine Fragen mehr im Chat. Da war auch sehr, sehr viel, glaube ich, schon im Vortrag sehr schlüssig beantwortet. Insofern denke ich, sind wir an dem Punkt, dir für den Vortrag zu danken, der uns einen Einblick in die vielleicht noch fernere Zukunft, etwas fernere Zukunft der Laubholzvermarktung eben blickt. Aber es macht doch Mut, zu sehen, dass wir durchaus auch im schwächeren Bereich uns in Richtung bewegen, auch das Laubholz wertschöpfend zu vermarkten. Und das denke ich doch im Hinblick auf den ja bevorstehenden Baumartenwechsel, nicht nur in Richtung Buche, aber auch in Richtung Buche und anderer Laubholzart, denke ich, eine Perspektive, die wir brauchen.